Und ich habe das Gefühl, dass der Job, meine Arbeit im Militär genau einem solchen Gedanken folgt. Also etwas Höherem, etwas Größerem als ich selber bin. Etwas, das vielleicht mit dem Schutz der Schweizer Bevölkerung zu tun hat. Und also im Jahre 20 und in den folgenden Jahren die Leistungserbringung der Lokbrigade, der Spitalbataillone, der Logistikeinheiten, das Gesicht der Armee gegen außen waren. Und wir waren Corona. Gab es jemals einen Moment im Zivil oder im Militär, wo deine Führungskompetenzen an die Grenzen kamen? Ja, es ist vor etwa 6-7 Jahren war ein heftiger Monsun in Chennai, wo ich stationiert war, Madras ehemals, diese Stadt. Die Stadt überflutet, 1 Million Menschen auf der Flucht, abgeschnitten von der Außenwelt, also eigentlich ein Blackout in der Stadt, oder Spitäler, die dann mit den Generatoren noch einigermaßen funktioniert haben, andere nicht mehr. Herzlich willkommen beim Podcast der Schweizer Armee. Ich bin Oberst im Generalstab Matthias Müller und ich bin der Gastgeber dieses Podcasts. Heute habe ich wiederum einen ganz spannenden Gast bei mir. Er ist ein Quereinsteiger, er bringt einen enormen zivilen Rucksack mit sich und er ist seit 2022 der Kommandant der Logistikbrigade 1 der Schweizer Armee. Herzlich willkommen, Brigadier Meinrad Keller. Vielen Dank. Ich habe es gesagt, du hast einen unglaublichen zivilen Rucksack. Vielleicht sag uns zuerst einmal, wie ist dein beruflicher Werdegang? Ja, beruflicher Werdegang. Eigentlich wollte ich in den diplomatischen Dienst. Ich habe Politikwissenschaft und Geschichte studiert, hier an der Uni Bern. Und habe auf dem Weg nachher in den diplomatischen Dienst eben festgestellt, dass es eventuell noch andere Optionen gibt. Also ich hatte noch ein paar Jahre Zeit und bin dann in ein Praktikum bei einer Großbank eingestiegen und interessanterweise dort hängen geblieben. Und zwar, weil sich herausgestellt hat, dass dieses Praktikum praktisch eine Vielzahl von Möglichkeiten bot. Das war ein Unternehmen im Unternehmen und ich habe mich so eigentlich faszinieren lassen vom Umfeld des Finanzsektors. Bin stecken geblieben, kann man sagen, glücklich geworden auch in verschiedenen Funktionen, habe dort meinen Werdegang, meinen zivilen gemacht. Und dann 2022, ich habe es gesagt, hast du den Schritt ins Berufskorps gemacht. Du bist Kommandant der Logistikbrigade 1 geworden. Wieso dieser Schritt vom Zivilen zum Militär? Das hat wahrscheinlich drei, vielleicht vier so Ursprungsgründe. Der erste war ein entscheidender. Das war eigentlich meine Frau, die immer das Gefühl hatte, dass wenn immer ich im Militärdienst bin, da bin ich einfach extrem gut drauf. Und das hat vielleicht damit zu tun, dass es unglaublich viel in den Weg als Situationskomik gibt. Aber auch immer wieder so originelle Leute man antrifft, die einem dermaßen faszinieren, die so viel auch beitragen zur guten Stimmung, dass man dann irgendwie den Humor einfach nie, der verlässt einen nie, der begleitet einen durchs ganze Militär hindurch. Und dann bin ich am Wochenende heimgekommen in der Uniform und habe erzählt, was da wieder alles Glattes passiert ist. Und meine Frau hat gefunden, ich sei nie so gut drauf, wenn ich die Uniform trage. Also ist das einer der Hauptgründe. Weiter dann vielleicht der zweite, der mich immer fasziniert hat, das Militärische per se, das Taktische, das Ureigenste, das dann irgendwann in der Karriere eines Offiziers im Vordergrund steht, dass die verschiedenen Optionen im Führungsprozess etwas abgewinnen und das taktisch Richtige zu tun. Und der dritte Grund, und das ist dann am Schluss, wurde das zum immer mehr bestimmenden Faktor. Ich habe mir manchmal gesagt, dass wenn ich mich jetzt vergleichen würde mit einem IKRK-Mitarbeiter, der irgendwo in der Sahelzone in einem Flüchtlingslager morgens um 5 aufwächst und der genau weiß, warum er geweckt wird, warum er also sein Zelt verlässt, weil er etwas Höheres sieht in dem, was er tut, weil er einen Sinn entdeckt hat, der etwas größer ist als er selber, dass etwas Bestimmendes über ihm ist, das ihn ein bisschen kleiner macht und trotzdem sehr, sehr groß, weil er weiß, dass er etwas sehr Gutem, sehr Positivem, vielleicht Humanem folgt, das ihn prägt und dem er folgen möchte selber auch. Und ich habe das Gefühl, dass der Job, meine Arbeit im Militär genau einem solchen Gedanken folgt.
Also etwas Höherem, etwas Größerem als ich selber bin. Etwas, das vielleicht mit dem Schutz der Schweizer Bevölkerung zu tun hat und damit verbunden eigentlich ein Wertegefühl, wenn ich hier dazu beitragen kann, das sehr groß ist und das mir sehr, sehr gefällt und mir viel abgewinnt. Also du hast Purpose gefunden, sozusagen in der Armee. Du hast gesagt, das macht dir auch Spaß. Also das hat dir Spaß gemacht. Deine Frau hat gesagt, du sollst machen, weil es heißt immer gut drauf. Ist das jetzt rund 2 Jahre später immer noch so? Bist du immer noch so gut drauf? Ja, es hat sich wirklich bestätigt, dass das mit der Situation und auch sonstigen Komik im Militär natürlich ein begleitender Faktor ist. Man trifft also immer wieder Leute, die dermaßen gute Geschichten erzählen, dass es um einen herum einfach immer lacht, oder? Diese Begebenheit, die hat mich nicht verlassen. Aber was mich hier fasziniert, ist der Job des Kommandanten der Logbrigade. Ich befinde mich gefühlsmäßig immer in einem konstanten Wiederholungskurs, oder? Ich habe 12 Bataillone, die das ganze Jahr hindurch im Einsatz sind und die ich begleite. Und damit eigentlich ist das Gefühl dieses W-Klasse und des Kommandantseins dann über halt 14 Bataillone insgesamt, eben 12 aktive im W-Klasse, ein sehr starkes. Und das Kommandantsein gefällt mir ausgezeichnet. Das verlässt mich nicht, das gute Gefühl. Ich habe auch den Zuspruch, den ich von zu Hause immer erhalte, auch in meiner direkten Arbeitsumgebung immer wieder erhalten jetzt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, etwas Gutes tun, und das beflügelt mich und führt dazu, dass ich mich äußerst wohlfühle in dieser Rolle. Was gefällt dir so besonders am Kommandantsein? Oder wie würdest du das Kommandantsein beschreiben? Was macht ein Kommandant? Also was mich halt, und das ist, ich war lange in dieser Corporate-Welt oder in der Privatwirtschaft, was mich dort immer ein bisschen beelendet hat über all diese Jahre zunehmend, war diese Abhängigkeit, diese Governance, in die du eingebunden bist, die unzähligen Projekte, Programme, wo es immer wieder irgendjemanden gibt, der dir irgendwelche Vorgaben macht, die du auch noch befolgen musst. Dann zusätzlich das ein manchmal etwas schwerfällige Politisieren auch in einer Großbank, wo ich immer tätig war. Und irgendwann das Gefühl, dass ich etwa 50% oder 60% meiner Tätigkeit gar nicht dem Inhalt widmen kann, sondern irgendwelchen Abhängigkeiten, in denen ich gefangen bin, eben widmen muss. Und was mir gefällt im Militär ist, ich bin wahrscheinlich zu 80% selbstständig. Das ist meine Brigade. Ich kann wirken, ich habe einen sackstarken Stab, ich habe gute Bataillonskommandanten, mit denen zusammen kann ich das verwirklichen, was ich das Gefühl habe, tut der Armee heute gut. Eben. Und das ist das Kommandantensein, dass ich also zu 20% Schnittstellen bewirtschafte, die muss ich. Ich habe auch noch so eine strategische Initiative, die ich verantworte. Aber trotzdem, 80% ist das meine Verantwortung, und der Output, den ich generiere, oder den Erfolg oder Misserfolg, den habe ich zu verantworten und niemand anders. Und was wird denn von der Logbrigade erwartet? Was ist die Aufgabe dieser Logistikbrigade? Also eigentlich, wenn ich da so gestartet bin, dann habe ich manchmal gespürt, dass genau diese Frage die Leute in der Brigade auch bewegt, oder? Also das ist ein bisschen das Ding, was tun wir überhaupt und gehören wir überhaupt dazu? Wie gehören wir zu dieser Armee und werden wir eher so als notwendiges Übel betrachtet, denn als Leistungserbringer? Und die erste Betrachtung war, die ich gemacht habe, dass während Corona, also im Jahre 20 und in den folgenden Jahren, die Leistungserbringung der Logbrigade, der Spitalbataillone, der Logistikeinheiten, das Gesicht der Armee gegen außen waren. Und wir waren Corona. Die Logbrigade war Corona. Und die Logbrigade hat dazu beigetragen, dass die Schweizer Bevölkerung in dieser Phase das Gesicht der Armee im Sinne der Logistik kennengelernt hat und sich gesagt hat, aha, das ist die Armee. Die Armee kann Corona. Und ich übersetzt sage, jawohl, das waren wir. Es war nicht das grossartige Heer mit seinen Panzern und den Rohren. Es war auch nicht die Infanterie, sondern es war die Logbrigade, welche das Gesicht der Schweiz oder der Armee gegenüber der Schweiz war. Und ich denke auch, die dazu mit beigetragen hat, dass die Fliegerabstimmung im Endeffekt knapp zugunsten der Armee ausgegangen ist. Damals, oder? Mit ein paar tausend Stimmen. Also die Logistik ist eigentlich dieser Enabling-Faktor, könnte man neudeutsch sagen, der sicherstellt, dass die Armee überhaupt eine Chance hat zu reüssieren. Und es gibt so die grossartigen Schlagworte. Wir sagen dem, das ist unser Motto, ohne uns kein Einsatz. Oder das ist das Motto der Logbrigade. Oder eben anders ausgedrückt, mit der Logistik gewinnst du keinen Krieg, aber ohne Logistik verlierst du jeden Einsatz. Oder? Und das sind gewisse Dinge, die ich selber dann übersetze in die Tätigkeit der Logistikbataillone, der Spitalbataillone, Verkehr und Transport, Infra, und denen sage, wenn ihr eure Leistung nicht bringt und genau wisst, für welche Leistung ihr eben hinstehen müsst, dann hat die Armee keine Chance, jemals
zu reüssieren. Das ist für mich so der Sinn, die Sinngebung. Und ich spüre, dass dieser Waffenstolz auch seit den Ereignissen, die wir in Osteuropa insbesondere sehen, im Ukraine-Krieg, deutlich an Gewicht gewonnen hat und dass der Waffenstolz bei uns physisch sichtbar spürbar ist. Die Schweizer Armee verteidigt, das ist ja der neue Slogan der Schweizer Armee, das Raison d'être unserer Armee eigentlich betont, die Verteidigung. Du hast es gesagt, ohne Logistik kann die Armee nicht funktionieren. Ist denn die Logistik und die Logistikbrigade 1 bereit, diese Verteidigungsfähigkeit sicherzustellen? Also wenn du mich fragst, ob wir heute bereit sind, dann müsste ich sagen, nein, wir sind es nicht. Oder wir kommen aus einem Zustand, rückblickend der letzten 30 Jahre, wo eigentlich die Meinung bestanden hat, dass vielleicht eben Konferenzschutz, Existenzsicherung im Sinne von Katastrophenhilfe und dann vielleicht Corona etwa das höchste der Gefühle ist, dass man einer Armee zutrauen muss, weil die Gegebenheiten neu anders sind und der ewige Frieden uns da ereilt hat, oder? Und das ist auch der Zustand, in dem sich insgesamt die Logistikbrigade auch mental und ein bisschen physisch befunden hat. Also, was wir können in der Logistik, sind die Fachprozesse, die Fachfertigkeiten. Ich habe ausgezeichnete Experten in den meisten der benötigten Tätigkeiten, die ich vorhalten kann. In jeder Situation gibt es diesen Experten. Aber das sind keine Soldaten mehr. Und das tut mir, wenn ich das so sage, ein bisschen weh im Herz als Infanterist, als Füsilier, habe ich sehr rasch gespürt, dass man sich nicht mehr vorstellen kann, wie beispielsweise ein Begegnungsgefecht wirklich abläuft oder was ein gesicherter Halt tatsächlich ist. Und dass der vielleicht, und solche Bilder habe ich gesehen, nicht unter freiem Himmel stattfinden sollte oder irgendwo auf einer Wiese, sondern dass man sich schon mal zuerst als Gruppe schützen sollte, vielleicht irgendwo in einem Waldstück oder in einem Gebäude so einen gesicherten Halt vorbereiten und durchführen sollte. Also diese Techniken, die haben komplett gefehlt und seit 1,5 Jahren sind wir konsequent daran, diese Ausbildung in eine gleichzeitige Priorität, fachliche Komponente, aber eben auch grün, also infanteristisches, soldatisches Handwerk wieder zu übersetzen. Und nochmals, nein, wir sind heute nicht bereit, aber wir sind auf einem Weg, den wir gestartet haben. Und wir sind zuversichtlich, dass wir mit der gestarteten Neuorientierung bereit sein werden in absehbarer Zeit. Du hast gesagt, ihr seid auf einem neuen Weg gestartet. Auf diesem Weg gibt es ja Zwischenziele wahrscheinlich. Also wie sieht dieser Weg aus? Was sind die Zwischenziele? Wie willst du eben wieder Soldaten kreieren? Ja, entlang dem Thema des Wiedererlangens der Verteidigungsbereitschaft sind zwei Ziele insbesondere wichtig, die sich die Brigade vorgenommen hat. Das erste Ziel ist eben grün, gefechtsbereit zu sein, Soldat zu sein, in erster Linie wieder zu kämpfen und lernen zu kämpfen. Auch die persönliche Waffe wieder nicht nur als Dekorationsgegenstand betrachten, sondern sie zu benutzen und sie zu meistern eigentlich. Und der zweite Punkt, ganz wichtig, ab 24 konsequent umgesetzt, ist das Üben mit den Einsatzverbänden. Wir haben in der Vergangenheit uns stark an die Armee-Logistikzentren angelehnt. Wir haben mit denen unsere Partnerschaft in den unterschiedlichsten Formen ausgetestet, geprüft, gestärkt, aber wir waren nicht mehr bei den Einsatzverbänden. Also wir wissen nicht mehr, wie ein Lockpunkt funktioniert. Wir haben das Zusammenspiel zwischen der Einsatzlogistik und uns vernachlässigt, nicht mehr geübt, weil, nochmals, nicht mehr gefordert, nicht mehr angeschaut als erste Priorität. Und diese zwei Prioritäten prägen auch den Dienstleistungsplan der Brigade. Ab nächstem Jahr sind wir mit Einheiten des Heeres, mit den Minmech-Brigaden, aber auch mit Infanterieverbänden aus den Terdivisionen gemeinsam am Üben dieser Schnittstellen zwischen der Basislogistik und den Einsatzverbänden. Also ihr übt sozusagen die Kriegslogistik wieder. Jetzt meine Frage in diesem Zusammenhang. Gibt es einen Unterschied zwischen Friedenslogistik und Kriegslogistik? Und wo ist dieser Unterschied? Ja, der Unterschied liegt vielleicht genau in dieser Zeitenwende, die der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, ich glaube 3-4 Tage nach Kriegsbeginn in der Ukraine beschrieben hat. Er liegt eigentlich im Weltbild, das sich geändert hat, von eben diesem Glauben an Frieden, an etwas, das sich sehr, sehr dann im militärischen Kontext ökonomisch orientiert hat, in effizienten, unternehmerisch orientierten Prozessen,
in der Logistik hin wieder zur robusten Logistik, die sich darauf ausrichtet, unterstützend die Verteidigungsbereitschaft eben herzustellen. Also wo ich eigentlich wirklich denke, dass der Hauptunterschied ist dieses unternehmerische Denken, dass in der gesamten Logistikbasis der Armee der Zeit eigentlich geschuldet an der Tagesordnung war, ersetzt jetzt wird durch die Frage, wie wir uns auf die Verteidigung, also auf einen robusten, auf einen harten Krieg vorbereiten und wie geschildert dann eben halt diese soldatischen Fertigkeiten auf Stufe Einzelsoldat bis hin zum Verband wieder üben und in den Vordergrund stellen. Du hast die Zeitenwende angesprochen, dieser Begriff, den eben Olaf Scholz geprägt hat. Du glaubst auch an diese Zeitenwende und gibt es da gemäß dir Risiken für die Schweiz in der Zukunft, also diese Zeitenwende und vielleicht auch Chancen? Also ein unglaublich breites Thema, Chancen, Risiken für die Schweiz ganz konkret. Auf der einen Seite sehe ich persönlich die Risiken in der Schweiz auch mit dem Neutralitätsbegriff behaftet und das immer aus einer Sicht der Armee beurteilt. Ich denke mir, wenn wir uns an eine strikte Interpretation der Neutralität halten müssten, also wenn es darum ginge, eigentlich jegliche Hilfe und Einflussnahme, Kooperation mit dem Ausland aufgrund des Neutralitätsbegriffes und der strikten Wahrung fernzuhalten von uns, dass wir dann irgendwann in eine Vervierfachung des Armeebudgets rein müssten, um überhaupt in der Lage zu sein, das autonom, selbstständig zu tun. Dann eben mit der Frage verbunden, sind wir überhaupt in der Lage, das Geld zu bekommen? Ich bezweifle nicht nur bezweifle ich das, ich würde sagen, das ist eine Illusion. Und zweitens, könnten wir dann auch die notwendigen Mittel so zur Verfügung halten, dass wir das Ganze auch beschaffen könnten? Also das sind Fragen, die ich eigentlich als illusorisch, militärisch mir vorstelle. Auf der anderen Seite gibt es für mich dann die Herausforderung, basierend auf der Verteidigungsbereitschaft, eben zunehmend international zu kooperieren. Und in dieser eigentlich großen Spannweite zwischen einer strikten Wahrung der Neutralität und dann einer Annäherung an eine internationale Gemeinschaft in Europa, eine Annäherung auch an NATO-Strukturen, dass wir uns dorthin bewegen müssten und zunehmend eben auch uns als Wertegemeinschaft Europa gemeinsam mit Europa in einer Sicherheitsgemeinschaft definieren sollten. Du sprichst von einer Annäherung, nicht aber von einem Beitritt. Nein, ich denke, das ist auch gar nicht nötig. Ich glaube, wir könnten Beiträge nutzbar machen für uns, respektive auch liefern, die tatsächlich nicht, also wo die Forderung nach einem Beitritt gar nicht unbedingt auf den Tisch kommt. Ich habe auch noch nie in meinen Kontakten jetzt international eine solche Forderung gehört. Im Gegenteil, die Schweiz als neutrale Institution wird geachtet und wird respektiert international. Was nicht geachtet oder respektiert wird, wenn wir etwas einfordern wollten, im Ereignisfall, ohne unsere eigenen Beiträge auf den Tisch zu legen, bereits in solchen Zeiten wie jetzt. Und ich glaube, dort sind wir gefordert, eben den Weg zu suchen zwischen Beiträgen, auch Ausbildungskooperationen im Ausland, Interoperabilität, die nicht in einen Beitritt münden müssen, aber die in eine Solidarität mit gewissen europäischen Aktivitäten eben münden könnten. Und das ist der Weg, den wir beschreiten sollten. Wir haben die Kriegslogistik besprochen. Wenn du jetzt auf den Ukraine-Krieg schaust, gibt es da Lehren, die du rausziehst, wo du sagst, da müssen wir Konsequenzen für uns ableiten? Also vielleicht zwei Dinge in einer fachlichen Komponente, natürlich die Lehren aus einem Angriffs- und Verteidigungskampf, wo vor allem zu Beginn eigentlich auf beeindruckende Art und Weise die Ukraine dargestellt hat, wie mit der Mobilisierung eines gesamten Potenzials einer Nation, einer Wirtschaft, eben die Möglichkeit geboten wird, Gegensteuer zu geben und dagegen zu halten. Und der zweite Aspekt dort, und das ist derjenige, der mich ebenfalls beeindruckt, nach wie vor in der Ukraine, ist eigentlich der gemeinsame Wehrwille, also der Wille einer Nation, sich nicht zu beugen und vielleicht eben gewissen übergeordneten Werten zu folgen, die darauf hinweisen, dass da ein Volk oder eine Gemeinschaft entstanden ist, die sich verteidigen will und die gemeinsam eben gegen Unrecht vorgeht. Und das sind dann für mich die beiden Gedanken, die ich weiterführe bei uns und wo ich mir insbesondere auch die Frage stelle, ist die Schweiz ebenfalls bereit? Wären wir bereit? Ist die Logistikbrigade bereit? Also sind die jungen Männer, Frauen, die ich bei mir habe, in der Lage, ein solches Bild, das sie ebenfalls miterleben, umzumünzen in Verteidigungsbereitschaft, in einen Willen auch da beizutragen. Ich bin grundsätzlich aber zuversichtlich.
offensichtlich, dass das so der Fall sein wird in einem Ereignisfall. Und das hat verschiedene Gründe. Vielleicht möchte ich das noch rasch erwähnen. Ich bin fast überzeugt, oder? Die Schweiz ist ja eines der reichsten Länder der Welt in unterschiedlichsten Dimensionen. Also das materiellen Reichtum, aber vor allem, ja, wir sind frei, oder? Wir sind unabhängig, wir sind liberal, demokratisch, wir können tun und lassen, was wir wollen. Unsere Kinder können reisen, wo sie wollen, sie können sich ausbilden lassen, sie wählen, sie starten etwas, brechen es wieder ab, sie reden über Dinge in aller Freiheit und beziehen auch Informationen überall dorthin, wo sie es möchten, oder? Und ich denke mir, das ist eine Grundkonstrukt, das es zu erhalten, zu verteidigen gilt. Und gerade wenn ich heute schaue, mit einem etwa 30-prozentigen Migrationsanteil bei mir, da spüre ich, dass gerade eben die Leute, die nicht unbedingt alle vom Rütli-Schwur her geprägt sind oder von dort her kommen und die entsprechenden Namen tragen, dass die Leute mit Migrationshintergrund der Schweiz teilweise fast noch mehr verdanken möchten, als derjenige, der eben schon 1291 mit dabei war, oder? Und ich spüre das sehr deutlich. Ich habe gerade jetzt wieder einen jungen angehenden Generalstabsoffizier bei mir inspiziert, oder? Aus dem Balkan. Und der hat mich beeindruckt. Und seine Eltern habe ich ebenfalls kennengelernt. Die haben mich auch beeindruckt durch ihre offene, herzliche und auch dankbare Art der Schweiz gegenüber. Und das schätze ich enorm. Und da ziehe ich auch ein bisschen Zuversicht heraus, dass gerade diese Generation, deren Eltern aus zum Teil Kriegsgebieten oder aus wirtschaftlich extrem armen Umgebungen zu uns gekommen sind, dass die ihren Kindern auch mitgegeben haben, dass sie der Schweiz etwas zu verdanken haben und dass die Werte in der Schweiz einzigartig sind. Und darum denke ich, wir sind mehr oder weniger bereit, auch den Kopf zu drehen, falls es dann zu etwas Unerwartetem, eben existenzbedrohenden kommen könnte. Also du hast die Freiheit angesprochen, unsere Demokratie, unsere Werte. Wie wichtig siehst du die Rolle der Schweizer Armee zum Erhalt eben dieser Werte? Ja, ich bin beseelt von diesem Gedanken. Für mich ist das einer der wichtigsten Beiträge, den wir leisten können für diese Sicherheit. Und zwar immer im Sinne von dem Verteidigen von Werten, oder? Ich denke, wenn ich die Bilder wieder sehe, aus Israel jetzt insbesondere auch, das Unrecht, das dort geschieht, die unglaublichen dramatischen Szenen, die sich abspielen, also das Völkermenschenrecht, das verletzt wird, in der Ukraine das Gleiche. Ich denke, dass wir hier in einer Welt leben, die sich dermaßen entblößt hat und das, wo klar wird, dass das Kriegerische etwa das Letzte ist, was wir möchten. Und darum denke ich, weil diese Gefahr nicht wegzudiskutieren ist, gilt es auch, sie zu verteidigen, diese Werte, und uns einzusetzen dafür. Und damit verbunden muss meines Erachtens etwas hier entstehen oder eine Verteidigungsbereitschaft sich wieder manifestieren, die unsere Werte schützt, oder? Und die bereit ist, diesen Beitrag zu leisten. Alternativ sehe ich nur ein Modell irgendwie Richtung Hans von Dach, wo es dann darum geht, dass wir den Widerstand in die kleinsten Zellen runtergeben und uns von der Armee, wie wir sie jetzt kennen, verabschieden. Aber ich bin nach wie vor zuversichtlich, dass auch unsere Politik die richtigen Hebel in Bewegung setzt jetzt, um unsere Verteidigungsbereitschaft zu unterstützen. Sprechen wir etwas von der Führung. Du hast einen riesigen Laden. Wie viele Leute sind das? Ja, das sind sehr viele. Das sind eingeteilt etwa 15'000, aktiv etwa 12'000 sind das im Moment. Ja. Ja. Und das bedingt ja enorm, also auch Leadership. Und wie definierst du Leadership? Das Thema Leadership startet für mich mit einem Fundament an Struktur, an einer gewissen Grundordnung, an Prozessen, Abläufen, an Standards, die man sich als Fundament bereithalten muss. Oder das ist wie die darunterliegende Basis für alles. Du musst selber ein gut strukturierter Mensch sein, damit du auf dieser Basis nachher auf der anderen Seite Inhalte entwickeln kannst. Inhalte, an denen sich so lohnt zu arbeiten. Eine Weiterentwicklung jetzt der Brigade in Richtung Verteidigungsbereitschaft. Das wäre der Inhalt. Und der dritte Grundpfeiler wäre dann die Wertehaltungen, die dazu kommen. Oder? Also die Wertehaltungen im Sinne von Integrität beispielsweise, andere Themen, Loyalität, Diversität, Agilität, jetzt in unserem Fall der Brigade. Also eigentlich ein Dreierkonstrukt, Fundament, solide eigene Strukturen, denen du folgen kannst, auf die du dich verlassen kannst, die du dir erarbeiten musst. Das ist meines Erachtens harte Arbeit. Und dann eben die Inhalte, um die es geht, und die Wertehaltungen als drittes Element,
die einen Leader eigentlich ausmachen, oder? Weil er sonst als Führungsperson, wenn er sich nicht gewissen stabilen und unverrückbaren Werten verschreibt, die ihn korrumpieren lassen oder die ihn auch unglaubwürdig erscheinen lassen. Hast du persönlich für dich eine Art Führungsphilosophie, eine Art Guidelines für dich, einen Kompass? Ja, auch wieder hier, auch wieder schwierig und die Antwort ist nicht ganz einfach. Aber was ich mir immer gesagt habe, ist eigentlich, wenn ich irgendwie in meinem Beruf damals in der Finanzbranche, wenn ich irgendwie spät am Abend noch zu meinem Büro rausgekommen bin und sehe, dass in einem Nachbarbüro 4-5 Leute noch am Arbeiten sind um 11 Uhr abends, dann möchte ich nicht nur hingehen und denen danken, dass sie noch dort sind, sondern mich rasch dazusetzen und vielleicht die Frage stellen, um was geht's? Was ist das Problem? Warum seid ihr noch hier? Und dass ich dann nach 20 oder 30 Minuten dann noch in der Lage bin, den Experten, die ich habe, vielleicht einen Rat zu geben und ihnen zu sagen, wie ich das Problem lösen würde. Das heißt für mich halt eben auch, dass ich immer noch nah genug bei der Materie, beim Inhalt der Arbeit sein muss, um überhaupt meinen Wert als Führungsperson anschaulich oder eben physisch spürbar in die Waagschale werfen zu können. Also war für mich immer ein Führungsmotto, dass ich, wo immer ich wieder neue Führungsfunktionen hatte, dass ich verstehen wollte, was meine Experten, was die Sachverständigen tatsächlich tun und nicht einfach von oben runter irgendetwas da in den Raum hineinbefehlen wollte. Das ist so eines meiner wichtigen Prinzipien, den ich versucht habe zu folgen, auch wieder zurück in der Lokbrigade als Infanterist, wo es darum ging, in den ersten paar Monaten wirklich mal zu verstehen, was denn so ein Versorger, ein Logi, wie da genannt wird, ein Nachschübler, was die tatsächlich tun und warum die stolz sind auf ihre Arbeit, weil ich auch stolz sein möchte auf diese Arbeit. Du hast es gesagt, du hast über 10'000 Leute, die du führst. Was hast du für ein Menschenbild? Eigentlich ein sehr naiv positives. Das ist ein bisschen so in dem Sinne, dass ich immer das Gefühl habe, dass jemand, der eine Uniform trägt, wenn er sie schon trägt, und die meisten, die ja hier sind, sind fast schon freiwillig bei uns, dass er eigentlich einen positiven, guten Beitrag leisten möchte, oder? Und wenn ich dann spüre, dass irgendetwas nicht funktioniert, dann sehe ich eigentlich sehr rasch den Fehler auf unserer Seite, also auf den Strukturen, die vielleicht nicht gut sind, auf den vielleicht Führungsprinzipien, die meinen Kriterien nicht standhalten, oder ich selber dann mit vielleicht gewissen Dingen mich anpassen muss. Also ich sehe dann sehr rasch, dass der Fehler nicht immer bei dem liegt, der ein Problem hat, sondern vielleicht bei demjenigen, der einen Auftrag erteilt hat, der vielleicht nicht immer so sinnig ist. Und das passiert ab und zu im Militär, dass die Leute Aufträge erhalten, die sie nicht unbedingt als wahnsinnig sinnvoll anschauen. Also habe ich immer das Gefühl, dass derjenige, der ein Problem hat, zuerst einmal angehört werden muss, weil eventuell das Problem sich lösen lässt, wenn man ihm mal gut zuhört und Verständnis hat für seine Situation. Und dann das positive Menschenbild. Ich bin keiner, der das Gefühl hat, dass früher immer alles besser war. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, es wird eigentlich immer besser. Wenn ich das an meinem Umfeld, meiner Familie, meinen Kindern betrachte, dann sowieso. Ich finde die super toll und was die tun. Und habe darum auch das Gefühl, dass die Generation, die uns nachfolgt, oder auch die nachfolgenden Generationen, immer wieder ihre Stärken neu ins Spiel bringen können und wir nicht sie an unseren vermeintlichen Stärken messen müssen, sondern ihre eigenen Vorteile sie durchaus haben. Ja, also ich spüre, du hast ein Menschenbild, du gehst davon aus, dass die Menschen grundsätzlich in guter Absicht handeln. Du hast von Fehlern gesprochen, die passieren können, allen Menschen können Fehler passieren. Wie würdest du die Fehlerkultur in der Lokbrigade 1 beschreiben? Darf ich zuerst noch auf den Punkt zurückkommen? Du hast gesagt, die Menschen, ein gutes Menschenbild. Ich muss dem auf ganz, ganz leicht widersprechen. Ich habe mein Stellvertreter im Beruf, der ist Oberst im Generalstab Spadafora, der ist Theologe, ausgebildeter, studierter Theologe. Und wir haben uns schon oft, streiten ist komplett das falsche Wort, aber wir haben gute Diskussionen über Werte, über den Menschen beispielsweise. Und ich habe ihm mal gesagt, ich habe das Gefühl, im Grundsatz ist der Mensch schlecht, oder? Und als Theologe hat er mir widersprochen und gesagt, nein, der Mensch ist gut. Und ich habe gesagt, schau, wenn du im Kindergarten den Sandkasten dir vorstellst, oder wenn du keine Regeln definierst, nach 10 Minuten haut das eine Kind dem anderen das Schüffeli auf den Kopf und dann blutet es überall, oder? Also ist doch irgendetwas falsch bei uns. Im Grundsatz geht es immer darum, den anderen zu übervorteilen. Er sagt mir auf der anderen Seite, nein, der Mensch ist gut und er ist gut geboren, oder? Und die Umstände können ihn zu etwas Schlechterem machen, aber eigentlich ist die Welt um den Menschen herum gut, oder? Und jetzt die Frage war in Richtung Lokbrigade. Genau, oder? Und dann jetzt, wie ist die Fehlerkultur?
Da habe ich einen Bataillonskommandanten bei mir gehabt, beim Debriefing gestern, und der hat mich beeindruckt, oder? Weil der hat mir ein Palfe präsentiert, das kennen wir alle, also entlang der verschiedenen Kriterien hat er sein WK-Review passieren lassen, wie wir das von Ihnen erwarten. Und er hat mir überall seine eigene Rolle und vor allem auch seine Fehler, die er begangen hat in diesem WK, klar dargestellt, wie er daraus lernt, oder? Und wie er auch zwei, dreimal hingestanden ist, einmal vor einer Kompanie und gesagt hat, nein, ich bin im Fehler, ich habe etwas falsch beurteilt. Und ich glaube, die Leute, die sehen sehr rasch, ob etwas gut oder schlecht läuft. Und die lassen sich nicht von einem falschen Bild leiten. Die wissen das. Und die verstehen auch nicht, wenn du ein anderes Bild irgendwie kreierst von, es ist alles gut gelaufen und wir sind tiptop unterwegs, und die wissen genau, dass es nicht stimmt. Die erwarten auch diese Transparenz. Und in diesem Bataillon, oder, wo der Bataillonskommandant also hinsteht und sich auch zu Fehlern bekennt, ist die Stimmung außerordentlich gut. Oder? Ich habe das so erlebt, jetzt im zweiten WK wieder. Die vertrauen sich, die haben ein extrem kollegiales, aber auch leistungsbereites Verhältnis. Zueinander. Also ich denke, dass das Akzeptieren, dass man einfach nicht fehlbar ist und dass einem vielleicht auch Fehlbeurteilungen geschehen, das Akzeptieren, das Hinstehen und das auch vor versammelter Menge manchmal auch zugeben und denen sagen, ihr haltet recht oder ich war im Fehler, ist sicher eine Stärke einer Führungsperson und keine Schwäche. Oder? Und wer das nicht tut, ist wahrscheinlich eine schwache Führungsperson, der sich nicht erlauben kann, dass er ab und zu auch von sich sagt, ich bin auch ein Mensch und manchmal mache ich Fehler, oder? Zu den Fehlern stehen und daraus lernen und das als auch eine Chance anschauen. Ich denke das, ja. Ich denke, so muss das sein, ja. Du hast die Werte angesprochen vorher, Integrität und so weiter. Du weißt, die Schweizer Armee hat jetzt hat auch vier Werte definiert. Disziplin, Kameradschaft, Stolz, Kompetenz. Von diesen vier Werten, welcher Wert spricht dich am meisten an? Ja, das ist dann schon die Kameradschaft halt, oder? Bei den anderen setze ich gewisse Grundfertigkeiten voraus. Bei der Kameradschaft, da denke ich, da zeigt sich dann tatsächlich, ob jemand auch im Fall eines Offiziers sich gewohnt ist, manchmal seinen Beitrag zu leisten als Teamplayer und manchmal halt einfach auch die Verantwortung zu übernehmen für die Geschicke seiner Truppe und hinzustehen und dann von vorne zu führen. Oder dort denke ich, entscheidet sich oder unterscheidet sich vieles. Ich bin auch immer noch aktiver Fußballspieler und ich habe Situationen erlebt, wo das Team wegen mir tatsächlich verloren hat, oder? Und ich hatte mal die Situation, wo ich da irgendwie am Samstagmorgen vom Flughafen kam, direkt ans Spiel. Also hat das Spiel begonnen und nach 20 Minuten hatte ich eine gelbe Karte, 1-0 gegen uns, und dann kam ein Penalty für uns, und weil ich der Penaltyschütze war, habe ich den genommen, verschossen, oder? Und 10 Minuten später eine gelb-rote Karte und vom Platz, oder? Und wir haben 4-1 verloren, das war so ein Cup-Halbfinalspiel für uns, wichtig damals. Also bin ich nach Hause und hatte ein ganz schlechtes Wochenende und habe dann allen noch ein Mail geschrieben, habe gesagt, okay, das war ich jetzt, oder? Und ich entschuldige mich dafür. Ich stehe auch dazu, dass es mir nicht gelungen ist, irgendwie einen positiven Beitrag zu leisten und so weiter. Das andere, manchmal gelingt dir auch etwas, oder? Manchmal bist du aufgrund irgendeines Zufalls derjenige, wegen dir gewinnt das Team. Und das sind so Momente, die einem bescheiden machen, im Sieg eigentlich. Und dann vielleicht in der Niederlage auch ein bisschen gelassen, weil man sich getragen fühlt. Oder wenn man ein Kamerad ist und wenn man ein Teamplayer ist, weil man auch weiß, dass die anderen, wenn man dann wieder eben zu seinem Fehler steht oder irgendwann mal sagt, okay, das war jetzt wirklich ein schlechter Beitrag, dass die einem das verzeihen und dass es weitergeht. Und darum ist für mich Kameradschaft eigentlich der Grundsatz im Leben, auch ein Kamerad sein, unterstützend, bereit, wenn es Not am Mann ist, zuzuhören, zu helfen, wenn es geht, etc. Das sind für mich Grundsätze, die ganz wichtig sind. Kameradschaft wird ja oft mit der Armee in Verbindung gebracht, das ist so das typische Kameradschaft. Die Soldaten sagen ja auch in den Umfragen immer, das sei das, was sie am meisten schätzen an der Armee. Wenn du jetzt vergleichst die zivile und militärische Welt, du hast einen riesen Rucksack in der zivilen Welt auch, den du mitbringst, hast du da einen Unterschied gespürt? Ja, insofern als die Kameradschaft im Militär ja nicht eine ist, die du nur freiwillig eingehst. Oder du gerätst in die Kameradschaft. Und weil du dort reingerätst, musst du dir dann deine Stelle und deine Position irgendwie auch immer wieder ein bisschen erarbeiten, ist das falsche Wort, aber du musst
du musst dich reinbegeben, weil es keinen Ausweg gibt. Also entweder bist du dabei oder dann sitzt du irgendwo am Rand und bist ein Außenseiter. Das ist das eine Bild. Das andere, in der Privatwirtschaft ist die Kameradschaft eher eine temporäre, die sich bildet während der Arbeitszeit. Es ist nicht so, dass man sich als Schicksalsgemeinschaft versteht, die dann vielleicht im Ernstfall wie Militär über ganz schwierige Situationen sich bewähren muss, oder? Sondern man versteht sich als Kollegen, man ist kollegial, man hat auch nicht Extremsituationen, die man erlebt, in der Regel miteinander. Und darum ist das Thema Kameradschaft oder Freundschaft, zivil und militärisch, wahrscheinlich einem anderen Spannungsfeld ausgesetzt, wo es vielleicht rascher möglich ist, in einem extremen Umfeld, in einem WK oder auch in der RS während Märschen, sich als Kamerad eben oder hinstellen zu können, wenn man noch ein bisschen mag und dem anderen das Gewehr trägt in der RS. Solche Dinge, die prägen dann rascher, die fördern Kameradschaft rascher, als das vielleicht eher ein bisschen so langsame sich aneinander gewöhnen in einer beruflichen, zivilen Welt. Also wir haben jetzt von der Führung gesprochen, wir haben von Werten gesprochen, militärische Führungsausbildung. Wie wichtig war die für dich? Ich bin in die RS eingerückt. Mein älterer Bruder hat bereits ein Jahr vorher seine RS gemacht und seine Erfahrungen waren nicht so positiv. Ein starker Charakter, mein älterer Bruder, der hat mir gesagt, das sei gar nichts. Und er hätte da also nicht so wahnsinnig inspirierende Vorgesetzte vorgefunden, hat die lebhaft geschildert und das waren tatsächlich nicht die inspirierendsten. Und dann habe ich gesagt, gut, dann möchte ich wenigstens von der Sprache her profitieren und habe mich nach Colombier umteilen lassen. Die haben mich dort übrigens nicht erwartet und wollten mich auf den Zug zurück nach Aarau schicken, aber das hat dann irgendwie nach ein paar Telefonaten damals noch den richtigen Weg gefunden. Ich habe rasch gemerkt, dass mir das ganze Umfeld liegt, dass mir das gut tut eigentlich, hat einen wirklich dann starken Vorgesetzten, Leutnant. Und dann habe ich in der Unteroffizierschule, vor allem in der Offizierschule, irgendwann mal die Systematik des militärischen Denkens kennengelernt. Später dann als Kompaniekommandant in der Führungsausbildung, ja, eigentlich fast schon zur Festigungsstufe gebracht, Generalstabsschule. Und ich habe in unterschiedlichsten Momenten beruflich, insbesondere auch international, gemerkt, dass wenn ich diesen Rückgriff machen kann auf beispielsweise an eine Problemerfassung, wenn the shit hits the fan, wenn alles irgendwie am Kochen ist und nichts mehr so, wie es eigentlich sein sollte, dass ich dann irgendwie mich zurücknehmen kann und sage, okay, ich mache eine Problemerfassung und nur schon der Gedanke an eine Problemerfassung hat mich in der Regel beruhigt. Oder? Und diese 20 Minuten, die ich mir dann genommen habe, rasch abseits irgendwie um den Block herumlaufen mit dem Kugelschreiber, hat enorm geholfen, wiederum eine Struktur zu finden in Lagen und Situationen, wo es wirklich, wirklich schwierig war und wo ich das Gefühl hatte, da ist der Ausweg schwierig zu finden. Für mich persönlich, wenn ich nicht diese Struktur der Lagebeurteilung verinnerlicht hätte, immer wieder reflexartig mich entlang diesen Dimensionen auch bewege, hätte ich vieles nicht geschafft, wo ich das Gefühl habe, das verdanke ich eindeutig der Krisen der Führungsausbildung im militärischen Führungsumfeld. Oder? Und ich bin enorm dankbar für diese Lebensschule. Die hat mich gestärkt und hat mich bereit gemacht für auch meine Führungspositionen in der Privatwirtschaft damals. Gab es jemals einen Moment im Zivil oder im Militär, wo deine Führungskompetenzen an die Grenzen kamen? Ja, ich war 3 Jahre in Indien und war im Südosten in Indien stationiert. Habe von dort viel erlebt oder viele Reisen gemacht. Also war verantwortlich für eigentlich das große Outsourcing-Portfolio meines Arbeitgebers global und habe, das ist vor etwa 6-7 Jahren, war ein heftiger Monsun in Chennai, wo ich stationiert war, Madras ehemals, diese Stadt, 9 Millionen Metropole an der Südostküste. Die Stadt überflutet, 1 Million Menschen auf der Flucht, abgeschnitten von der Außenwelt, also eigentlich ein Blackout in der Stadt, oder Spitäler, die dann mit den Generatoren noch einigermaßen funktioniert haben, andere nicht mehr. Tote auf den Straßen, die zu Kanälen geworden sind und nur noch Fischerboote, die praktisch zirkuliert haben, gespenstische Atmosphäre, Dunkelheit in der ganzen Stadt ab abends um 6 Uhr und so weiter. Also ein Umfeld, das eigentlich zum Fürchten gewesen ist und eigentlich die grosse Community sich rausbewegt hat. Oder? Und wir hatten dort ein Engagement mit einer Partnerfirma mit 500, 600 Leuten und ich habe mich entschieden, dort zu bleiben. Und habe mich mit der Firma zusammen dann, mit den verbliebenen 2, 3 Führungspersonen
um die Evakuation von etwa 3000 Angehörigen der Familien dieser Partnerfirma gekümmert und habe dort, ich erinnere mich gut, in einem überfluteten Umfeld auch dieser Firma, wo wir im Campus dieser Firma waren, mit von Feuchtigkeit beschlagenen Fenstern, haben wir auf Karto eben eine Problemerfassung gemacht und uns die Frage gestellt, wie wir jetzt aus der Situation hier eben dann zusammen mit den Familien, die vor Ort waren, rauskommen aus der Stadt in Richtung Bangalore, das etwa 300 Kilometer im Landesinneren war. Und dort war ich irgendwo am Limit, und zwar zwei, dreimal zu Beginn, vor allem darum, weil die ganze International Community hat sich sehr rasch verabschiedet, hat dann da die letzten Flüge genommen oder mit den Fahrzeugen aus der Stadt raus. Und irgendwann habe ich gedacht, mir selber passiert dann schon nichts, und ich war ein bisschen zuversichtlich, dass ich einen Beitrag leisten kann, aber es brauchte nur schon da ein bisschen Standfestigkeit. Und ich habe wahrscheinlich mit dem Pflichtgefühl des Schweizer Soldaten eben ein bisschen wertehörig vielleicht, gedacht, ich kann die jetzt nicht alleine lassen dort. Und das Zweite, ich habe dann letztlich auch gewusst, dass ich mit dem militärischen Rüstzeug, das ich habe, wahrscheinlich eher prädestiniert bin, als die meisten anderen, hier irgend so eine logistische Übung zu veranstalten, eben mit all den Fischerbooten und Bussen, die wir organisiert hatten, und den Transporten, die wir dann raus da gebracht haben, dass ich das also kann, oder? Aber ans Limit geraten, dort bin ich ein paar Mal, ich bin extrem froh, bin ich geblieben, weil ab dem Moment, wo dieser Entscheid klar war, da bist du irgendwo in diesem Fahrwasser, in der Flut sinnbildlich fast schon, die dort herrscht, aber in diesem Fahrwasser der Erledigung dessen, was notwendig ist, eben mit dem Rüstzeug des Schweizer Offiziers, Lagebeurteilung, Entschlussfassung etc., das mir enorm geholfen hat. Und es hat funktioniert? Hat funktioniert, ja. Wir waren etwa 26 Stunden später, dann, wir haben das alles natürlich dokumentiert, waren wir alle draußen. Vor allem eben, dass wir die Angehörigen mitgenommen haben, das hat dann schon noch zusätzliche Kraft gekostet, aber das hat alles funktioniert. Ja. Ja, du hast gesagt, es war ein wenig auch dein Pflichtgefühl, das, und dein Wertesystem, das dich dazu bewogen haben, dort zu bleiben, das zu machen. Werte haben wir vorher bereits schon angesprochen. Die Logistikbrigade hat ja auch vier Werte, wenn ich mich täusche. Kannst du dazu etwas sagen? Ja. Sehr gerne. Ich bin überzeugt, eben vom Grundsatz, dass Wertehaltungen letztlich den Unterschied ausmachen in allem, was du tust, und dass positive Werte, also dass die positive Konnotation eigentlich dazu führt, dass wir entweder gute Menschen bleiben oder dann im Kriegsfall eben uns in eine Richtung bewegen, die wir nicht sehen möchten und in kriegerischen Ereignissen immer wieder beobachten. Und darum war mir wichtig, dass wir nebst den inhaltlichen Zielen, eben Eigenschutz, wie ich das genannt habe, üben mit den Einsatzverbänden, ein drittes Ziel haben, das nennt sich ILDA. Das sind vier Begriffe: Integrität, Loyalität, Diversität und Agilität. Und wir haben die vier Begriffe definiert, wir haben denen eine Bedeutung gegeben und dann ein Programm initiiert, das wir runtergegeben haben in die Bataillone, wo auf Stufe Kompanie oder auch Einzelmitglied einer Kompanie Maßnahmen definiert wurden entlang dieser vier Kategorien, die im Moment etwa bei 75 oder 80 Maßnahmen sind, die die Brigade zur Verfügung hält und die dann für einen WK ausgewählt werden können, um eben diese vier Grundbegriffe zu unterstützen und entsprechend dann zu festigen und den Leuten ein Gefühl zu geben, dass für uns eben auch, gerade weil ein Krieg etwas Ungeheuerliches und Negatives sein wird und ist, dass wir dort positive, gute, menschliche Verhaltensweisen fördern möchten, die in den Leuten eben so drin sein müssen, dass sie eine Stärke bedeuten, oder dass sie stärker in einen brutalen Krieg gehen können, wenn es denn sein muss, kameradschaftlicher, gemeinsamer, unterstützender, eben und menschlicher auch im Sinne von dem gegenseitigen Respekt und der Unterstützung, die man sich angedeihen lässt, wenn man guten, positiven Werten folgt. Das war mir wichtig und wir haben das umgesetzt. Wir haben das auch Tool unterstützt, also wir haben eine ILDA-Plattform, die wir jetzt digital errichtet haben, die jetzt gerade kurz vor Go-Live ist und die dann helfen soll, das Ganze auch transparent, noch transparenter zu machen, noch messbarer, steuerbarer auch, und wo dann der Erfolg eben auch in einem ILDA-Faktor, einem sogenannten Pro-Bataillon, dargestellt wird. Aber das hat eigentlich eine recht gute Wirkung insgesamt gezeigt. Loyalität ist ja eine dieser, eben das L von ILDA. Loyalität ist ja etwas, was immer in der Armee irgendwo kommt. Jetzt, wie definierst du Loyalität? Weil da sehe ich schon ein
noch wichtig, wie man das definiert. Weil für mich gibt es dann auch Loyalität, die dann plötzlich in einen Befehlsgehorsam hineingeht, unkritisch. Wie ist Loyalität für dich? Ja, also es ist immer im Paar, im Tandem mit Integrität bei uns definiert. Ich habe an den Kaderunterrichten zu Beginn, bevor wir das System implementiert und dann auch gerolloutet haben, habe ich die Frage gestellt, wie seht ihr das Thema Integrität im Zusammenhang mit Loyalität? Und ich habe das diskutieren lassen. Ich habe auch gefragt, was ist wichtiger am Ende des Tages? Ist es Integrität oder Loyalität? Und dann sind wir genau zu solchen Definitionen gekommen. Hat jemand mal gesagt, ja, man kann ja auch loyal sein gegenüber einer Mafia-Organisation. Und dann habe ich gesagt, genau, und genau das wollen wir nicht. Oder? Und genau dort fängt dann der Moment an, wo du die Frage stellst, wem gegenüber will ich loyal sein? Und welcher Person, die eben Integrität im Vordergrund hat oder auch Diversität lebt, kann ich loyal sein? Und wenn ich die anderen Punkte anschaue, vor allem Integrität und dann Diversität, dann ist es so, dass wir in diesen beiden Bereichen Vorbildsfunktionen wollen, wo es dann einfach ist, loyal zu sein Leuten gegenüber, die eben ein diverses Weltbild vorleben, die integer sind, die sich positiven Wertehaltungen verschrieben haben. Darum denke ich, der Begriff Loyalität ist ein zweischneidiges Schwert. Es muss in Zusammenhang stehen mit positiven Wertehaltungen, wie beispielsweise Integrität. Ich hatte mal einen Armeeseelsorger, der über das referiert hat, und der hat den Begriff kritische Loyalität gebraucht. Das hat mich sehr beeindruckt eigentlich und auch für mich schlüssig gewesen, im Sinne von, man ist loyal zur Organisation, zu seinen Vorgesetzten, zu seinen Unterstellten, aber man ist auch kritisch und denkt mit. Wie wichtig ist es bei dir, dass deine Leute mitdenken und auch kritisch gegenüber dem Chef sind? Also auch das etwas durchaus Grundmilitärisches, oder? Ich hatte mal einen Vorgesetzten, also das war so ein Waterloo für mich, ein Erlebnis, das ich nicht unbedingt mir immer gerne vor Augen führe. Der war ebenfalls Generalstabsoberst damals und ich war irgendwie junger Hauptmann oder so. Und dann hatten wir ein globales Projekt einzuführen und das Projekt war mit großen Risiken verbunden und es hat eine unglaubliche Flächenwirkung. Und mein Chef und ich haben daran gearbeitet und ich war immer der Auffassung, das geht nicht. Es ist nicht gut für uns. Es wird einen Showdown geben, das kommt nicht gut. Und ich wusste es intuitiv. Ich habe dargestellt, warum. Und dann hat unser Oberchef entschieden, wir machen es trotzdem. Oder? Und dann, wie ich das so richtig prognostiziert habe, nach etwa 9 Monaten mussten wir das Ganze abbrechen. Und es war ein rechtes Desaster, vor allem für meinen obersten Chef. Oder? Dann hat er irgendwann uns da ins Büro bestellt und wir waren dort, oder? Und ich bin so gekommen im Sinne von Captain Hindsight, oder? Ich habe es immer schon gesagt. Und dann hat er mich angeschaut und gesagt, Meinrad, bist du nicht Generalstabsoffizier? Und ich habe gesagt, das weißt du ja irgendwie in dem Sinn. Ja, doch, doch. Dann hat er gesagt, warum hast du mir nicht gesagt, wie schlecht es läuft? Dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe doch immer gesagt irgendwie. Und dann hat er gesagt, ja, aber nachher, nach dem Entscheid, warum habe ich nicht Statusreports von dir in der Lageverfolgung mitbekommen, wie schlecht es tatsächlich läuft? Oder? Und das hätte ich von dir erwartet als Generalstabsoffizier. Und ich war dort der Auffassung, bis zum Entscheid habe ich immer gesagt, es kommt nicht gut. Und dann kommt der Entscheid und dann setze ich gediegen und geschlossen und pflichtbewusst, kadavergehorsammäßig um. Aber nein, der hat mir gesagt, das ist falsch. Und er hatte recht. Oder? Ich hätte tatsächlich immer wieder den Mut haben sollen oder auch die Größe, ihm zu sagen, geht nicht. Oder? Und das ist für mich so ein Ding, wo ich heute sage, da habe ich etwas Großes gelernt für mich, und zwar sehr rasch, oder? Also nicht nur die Entscheidvorbereitung musst du konsequent und gut verfolgen, kritisch hinterfragen und immer wieder auch die Gründe für oder gegen darstellen, sondern auch nachher. Also du musst bereit sein, die unangenehmen Tatsachen auf den Tisch zu legen. Das war für mich ein gutes Beispiel, für mich persönlich ein Learning, das ich nicht vergesse. Du hast eine unheimliche Erfahrung, zivil, militärisch. Wenn du jetzt den Meinrad Keller, den 16-jährigen Meinrad Keller auf der Straße treffen würdest, was würdest du ihm mit auf den Weg geben, mit deiner Erfahrung von heute? Das überrascht mich jetzt gerade ein bisschen, diese Frage. Also das eine ist, in vielem so ein bisschen zu bleiben, wie er war. In anderen Dingen vielleicht ein bisschen seriöser, sich die Welt vor Augen zu führen, vielleicht auch ein bisschen mehr noch aktiv
ja, vielleicht ein bisschen lernfähiger zu sein. Gerade als Gymnasiast war das ein bisschen schwierig. Und da habe ich nicht immer brilliert. Da hatte ich unglaublich viele Dinge, die nebenher gelaufen sind. Die gewisse Seriosität im Aufnehmen von Eindrücken von außen, in guten Inputs, hätte ich vielleicht ein bisschen früher mir zuführen müssen. Auf der anderen Seite, was das Glück eigentlich meines Lebens war, ist, dass ich sehr rasch während dem Studium dann meine Frau kennengelernt habe. Und da muss ich tatsächlich sagen, wenn ich jetzt zu viel verändern würde, so als 16-Jähriger, wäre ich vielleicht nicht in der Situation gewesen, oder? Man kennt das mit dem Wimpernschlag, wie der alles verändern kann, meine Frau kennenzulernen. Darum möchte ich gar nicht so viel verändern, weil das eigentlich das Glück meines Lebens dann bedeutet hat, dass ich sie kennengelernt habe. Aber ich denke schon, also ich war in der Seriosität, in dem ich Dinge angegangen bin, vielleicht eben bis zu meiner Militärdienstzeit eher so ein bisschen lau und sparsam unterwegs. Wenn du einen Blick in die Zukunft machst, irgendwann mal wirst du auch du dann mal pensioniert. Wie möchtest du, dass man dich in Erinnerung behält? In der Armee als Kommandant Logistikbrigade 1? Ja, also eigentlich als unterstützend, fördernd, als auch gut gelaunt und immer mehr oder weniger aufgestellten Typen, der in der Lage war, seine Leute irgendwie zu motivieren, der ihnen das Gespür gegeben hat für Eigenverantwortung und auch dafür, dass ich als Chef nicht derjenige sein will, der irgendwo hinsteht, wenn es um das Abholen von Medaillen geht, sondern dass sie tatsächlich ihre Erfolge auch selber feiern können, dass sie mir hoffentlich auch zugestehen, dass ich hinter ihnen, vor ihnen stehe, wenn es sein muss, eben je nachdem, aus welcher Richtung irgendwo der Rückenschuss oder der Bauchschuss kommt, dass ich da bin und sie unterstütze, wenn es eben auch nicht gut geht und dass die Leute jemanden hatten, dem sie vertrauen konnten und mit dem sie auch gewisse Dinge besprechen konnten, die vielleicht abseits der fachlichen, inhaltlichen Themen eben ihr Leben auch berührt hat und vielleicht ich sie positiv geprägt habe in der Hinsicht. Das wäre mir etwas wert. Ja. Und wenn du einen Wunsch hättest an den Chef der Armee, welcher ist es? Vielleicht in der jetzt gerade gestarteten Diskussion über die Verteidigungsfähigkeit, oder die mir ausgezeichnet gut gefällt, weil ich habe das Gefühl, mit diesem schwarzen Buch auch, da hat die Armeeführung, da hat der Chef der Armee einen Wurf gemacht, einen Weitwurf, der prägend ist und sein wird über die nächsten Jahre. Das finde ich einfach sackstark. Also ich habe die Elemente, gewisse Elemente habe ich fast auswendig da bei mir. Ich rezitiere die, wann ich kann. Auch ein bisschen international, wenn ich jetzt unterwegs bin bei Homologen der Logistik, Schweden, Deutschland oder Österreich. Das ist das eine. Aus dem heraus vielleicht eben dieser ein bisschen fordernde und anspruchsvolle Dialog mit der Politik. Oder die nicht Anmaßung, aber die Bedeutung dessen, was wir tun, muss die Politik eigentlich zu neuem Denken bewegen. Und ich würde mir erhoffen, dass der CDA diesen gestarteten Dialog fordernd, anspruchsvoll mit unseren Positionen versehen weiterführt und uns auch zur Unterstützung dieser Botschaften überall dort in Szene setzen kann oder wir uns dort in Szene setzen, um das eben auch zu unterstützen. Also den fordernden, anspruchsvollen, hinterfragenden und auch ein bisschen, aggressiv ist das falsche Wort, aber irgendwo ein bisschen dynamischen Dialog mit der Politik. Wir dürfen uns nicht verstecken, wir müssen denen sagen, wie die Welt aussieht, was wir brauchen, warum wir es brauchen und warum sie entweder das Richtige oder das Falsche tun können, wenn sie uns unterstützen oder eben nicht. Herzlichen Dank, Brigadier-Meinrad Keller. Es hat mich sehr gefreut und ich wünsche dir alles, alles Gute und dass du weiterhin viel Spaß und Zufriedenheit hast bei der Führung deiner Logistikbrigade 1. Herzlichen Dank, dass du da warst. Dankeschön, es war mir eine Freude. Danke.